So, Freunde der gepflegten Kochkunst, ein Kürbisrösti mit Kartoffel, Meerrettich, Bacon, Honig und Rosmarin. Okay, ihr braucht einen schönen Kürbis, der wird fein geraspelt, dann eine schöne große Kartoffel und auf einer Röstireibe so reiben, dass es lange Kartoffelstücke gibt. Und diese langen Kartoffelstücke, die sind ein Garant dafür, dass das Rösti später zusammenhält. Okay, also ab in ein Küchentuch und das Küchentuch jetzt mit den Kartoffeln auspressen. So, okay, dann kommt ein bisschen Salz dazu und frischer Rosmarin. So, und das wird gemischt, schön locker und kommt auch ganz locker jetzt in das heiße Öl rein. So, in das heiße Öl, ganz normales Pflanzenöl. Schön locker, ein bisschen in Form bringen und jetzt pro Seite ungefähr 1,5 Minuten garen lassen und zwischenzeitlich ein bisschen Bacon anbraten in der Pfanne. Okay, schon mal. Und das Öl, das muss direkt durch den Kürbis gehen und durch die Kartoffel, dass es so schön knusprig wird. Und dann, zack, wird es einmal, obala. Das einmal gewendet und von der anderen Seite auch noch schön knusprig gebraten. Okay, dauert wieder 1,5 Minuten. Okay, perfekt, perfekt, perfekt. Und jetzt, Freunde, kleiner Tipp noch. Liegt ein Küchenkrepp auf der Arbeitsfläche und jetzt das Rösti aus dem Öl raus und Achtung, klopfen. Schau mal her, zack, 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 zack. Und jetzt wird das Rösti richtig schön knusprig und trocken, hat kein Öl mehr. Ab damit auf den Teller und jetzt in Löffelchen Sahne-Meerrettich. Auf den Sahne-Meerrettich kommt der Bacon. Und auf den Bacon kommt ein bisschen Honig. Und obendrauf, Parmesan. Und jetzt ab damit in den Ofen. Grill, 1,5 Minuten. Achtung. Okay. Das war jetzt 2 Minuten drin. Dieses, boah, nicht so laut. Dieses brutal geniale Rösti. Henze Blitzrezepte. Nachkochen, ihr dreht durch. Und ein Gläschen Wein dazu. Aha.